Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, miteinander. Ja, steht's mal meiner Bude hier. Ihr seht, ganz wenig kann man meine Hand sehen. Wenn ich aber hier vor, guck, ich habe mal eine kleine Lampe gebastelt. Ja, seht, so ganz dunkel ist das nicht. Die liegt jetzt noch auf dem... Oh, auf der Kamera. Lol. Okay, auf der Kamerablende, das ist ganz schön, du. Die liegt jetzt natürlich noch hier auf dem Dings. Wenn ich die ein bisschen anhebe, seht ihr, wird es natürlich noch heller, ne? Die müsste ich dann irgendwie mal hier oben an die Decke spaxen. Auf jeden Fall, das Interessante ist, dass hier wieder schönes Chaos ist, ne? Ihr seht hier einen Ringkern. Grunde genommen ist es ein Joule-Tief nach Action for Free. Mit der Wicklung und gegen Plus halt. Und 11,7 minus 0,4, also 11,3 Volt Eingang und ungefähr 100 mA. Ne? Ah ne, warte mal, ich muss umschalten, sorry. Ups. Jetzt. 112 mA. Ne? Und ja, puh, das ist schon ordentlich. Also mit einer normalen LED, ich habe jetzt gerade mit der Mischa also auf dem Hangout, wir haben es gerade mit einer normalen LED verglichen. Ja. Das ist halt Schrott hier, ne? Wir werden halt verarscht alle. Das ist ja der Wahnsinn, das zieht überhaupt nichts. Das ist wie die Dubai-Lampen. Naja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bastel das jetzt mal alles zusammen hier. Pimpt das noch ein bisschen, weil das ist gerade das erste Mal zusammengebaut, die Schaltung. Also hier ist nichts gepimpt. Ich krieg das, also ich schätze mal, dass wir so 50 mit selber Helligkeit runterkriegen, ungefähr, weil der Transistor wird noch ein Müh warm. So 35 Grad oder so. Also ich kann ihn voll anfassen. Ich merke es halt Müh Wärme. Das muss man noch wegkriegen. Ja, und dann mal gucken, mach ich dann Teil 2. Ich baue das mal ordentlich auf, dann mal mit Licht. Ich kann ja jetzt mal das Licht anmachen. Ne, hier seht ihr das, ziemliches Chaos. Bin noch am rumprobieren. Hier ist die Wicklung. Ja. Wollte ich euch nicht vorenthalten und vor allen Dingen, wenn es dann wieder nicht mehr geht oder irgend sowas. Ne? Ich kann natürlich auch noch hochdrehen. Also wir können jetzt mal auf, was weiß ich, 200 mA gehen. Aber wie gesagt, da muss ich die Vorschaltung noch ein bisschen verbessern. Also das ist schon ordentlich hell, ne? Wenn man das, ich weiß gar nicht. Seht ihr das an mir hier, ne? Das blendet schon gut. Gut, ich baue das mal um. Ich wollte es gleich mal auf Kamera festhalten, nicht, dass es dann wieder nicht mehr geht. Ne? Ist später. So, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt mal eine 230 Volt LED rangemacht. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie viel Watt oder so. Und habe die mal auf 12 Volt 100 mA beziehungsweise 11,3, ne? Hatte ich euch ja gesagt. Ja, es geht. Ihr seht, macht auf jeden Fall Licht. Also, ich würde mal sagen, für einen absoluten Notfall wäre das auch noch okay. Und jetzt, hört ihr das? Mit der Lampe quietscht jetzt auch das Joule-Tief, ne? Also dieser Mythos, von wegen, das ist die Wicklung, haben wir damit auch gleich mal gelöst. Also ein bisschen Licht macht's, aber da ist meine Variante viel, viel besser. Definitiv. Ne? Ich betreibe auch viel mehr LEDs. 300 noch was. Hier sind es jetzt in so einer, was weiß ich, sind es vielleicht 30 oder 20. Ne? Die können flächenmäßig. Also wen das interessiert, guckt doch vielleicht mal nach den Dubai-LEDs oder Dubai-Lampen. Ne? Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Krass. Naja, pimpern wir mal weiter.